Hallo, ich bin jetzt noch in München gerade. Hannah, Emma und ich waren drei Tage in München, weil wir auf dem Harry Styles Konzert waren. Und wir fliegen heute von München aus weiter nach Mallorca mit ein paar anderen Content-Creatern. Es wird nämlich so ein Event dort geben, so ein Lounge-Event von unserer Freundin Jackie. Oh, meine Stimme ist noch richtig... Ja, also wir sind ein paar Tage auf Mallorca, also wegen diesem Event, und dann bleiben wir einfach noch so ein bisschen da mit den anderen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil ich viele davon auch noch gar nicht kenne, also viele, die halt auch kommen. Wie gesagt, wir sind noch in München, ich bin gerade noch am Packen und um 12 geht unser Flieger. Wir gehen jetzt noch schnell frühstücken. Hier ist mein sehr, sehr großer Koffer und sehr schwerer Koffer. Diese Lederjacke ziehe ich dann an und den Pulli. Ich habe halt gar keinen Plan, wie kalt es so wird. Also ich glaube, Mallorca ist gerade gar nicht so warm. Aber das muss noch in den Koffer, oder? Ja. Hallo, wir sind jetzt angekommen im Haus auf Mallorca. Es ist richtig schön und wir sind auch schon mit den ganzen anderen Mädels. Das ist das Zimmer, in dem ich mit Jackie schlafe, und sie droppt ihre eigene Schmuckkollektion. Sehr süß, also deswegen sind wir überhaupt hier, weil Jackie nämlich ja eine Schmuckkollektion kreiert hat. Oh, wow. Ich habe mich schon ein bisschen fertig gemacht, aber ich ziehe jetzt mal den Schmuck an, denke ich. Weil gleich gibt es so einen Kochkurs oder Koch, also wir kochen einfach alle zusammen. Und oh mein Gott, wie süß. Sogar mit einer Karte, das ist sehr sweet. Wow. Oh, da kommt Emmas Gelbrot. Was ist da? Fünf-Pferde-Schnappe. Geil, oh, das finde ich richtig cool. Aber wenn es so windig ist, ist es schwer zu spielen. Okay Leute, hier ist das Wohnzimmer. Da draußen wird schon ein bisschen vorbereitet zum Kochen, zum Schnippeln. Ja, da ist glaube ich Berlinas Zimmer, aber die ist ein bisschen krank. Die Mädels. Und wie ist er? Wer von euch trinkt denn keinen? Ich bin mit der Kamera. Gumo, getting ready. Oh mein Gott, commercial vibes. Das ist mein Leben voll in Garten. Mit unseren. I'm Harry Styles, like. Oh wow. Ich sehe gerade aus wie so eine Hausfrau. Ich habe Hannah total schön die Haare geblowoutet. Ja, das ist jetzt eigentlich schon alles wieder fast raus, aber... Ja. Dabei meine Strandtasche zu packen, weil wir jetzt einen Überraschungstrip machen, aber eigentlich sind wir uns alle sehr sicher, dass es ein Boottrip wird. Und ja, ich muss mal gucken, was ich mir so mitnehme. Also auf jeden Fall eine Cap und auch wärmere Sachen, weil es noch nicht so warm ist. Also ich denke, ich ziehe mich gleich auch komplett um und ziehe mir eine Jacke an, weil es ist sehr windig und ich glaube, auf dem Boot wird es noch windiger sein, auf dem Meer dann halt. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen. Vielleicht können wir ja trotzdem ins Wasser gehen. Das wäre halt sehr nice. For a while.
like a thing. The curiosity. Keep the cat alive, you see, you see, you see. So, ich habe heute nicht so viel erzählt, weil irgendwie ganz viel los war die ganze Zeit, aber erst hatten wir so einen Töpferkurs. Das war, also was heißt Kurs, wir haben einfach getöpfert, das war sehr lustig. Morgen malen wir die Sachen noch an, die wir heute getöpfert haben. Und dann haben wir so eine Bootsfahrt gemacht und das war so schön, wir haben sogar Delfine gesehen und sind auch ins Wasser gesprungen, obwohl es sehr, sehr kalt war. Ich habe mich jetzt ganz schnell ready gemacht, weil wir jetzt Pizza essen. Und ja, ich berichte euch dann nochmal detaillierter, wenn ich mehr Zeit habe. So leave me stranded on the carpet, head over the faucet, you're my alibi. It's fair enough, you wanna cock it, hoping I'll forget. Schon gefrühstückt und Hannah, Emma und ich nehmen jetzt erstmal einen Podcast auf, weil wir müssen halt eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Falls ihr es noch nicht wisstet, wir haben einen Podcast. She's talking. Genau, dafür setten wir jetzt erstmal alles ab und dann sehen wir weiter. So, wir haben einen Podcast aufgenommen. Da ist noch das Equipment. Und ja, Folge war gut. Jetzt geht's wieder runter zu den anderen. Wir haben uns jetzt einfach so eine Stunde Zeit genommen, uns ein bisschen zurückgezogen und jetzt gleich bemalen wir noch das Pottery, was wir gestern geformt haben. Ich hoffe, dass meins überhaupt bemalbar ist. Sah schon ein bisschen crusty auch alles aus. Mit so Rissen. Naja. Jetzt gerade fertig für das Dinner. Das Bemalen hat richtig viel Spaß gemacht, Leute. Meine Sachen sind sehr süß geworden. Und genau, ich bin jetzt im Bad. Das Dinner ist schon um 17.30 Uhr, also relativ früh, weil der Lounge um 18 Uhr ist. Und ich habe mich schon geschminkt und mache jetzt noch meine Haare. So halbwegs. Und genau, wie gesagt, sind Jackie, Hannah, Berliner und ich noch 4 weitere Tage hier, obwohl das Event am Wochenende eigentlich schon vorbei ist. 3 weitere Tage. Wir machen jetzt hier ein bisschen so Coworking, ich schneide den Vlog und keine Ahnung, sind hier einfach noch die restlichen Tage. Yes. Ich habe auch richtig Lust, hier wieder ein bisschen Sport zu machen. Vielleicht fahren wir mal in die Stadt. Mal sehen. Das sind, by the way, meine Keramiksachen geworden. Die sind jetzt fertig. Ja, ich finde es ganz süß fürs erste Mal. Also ist auf jeden Fall noch Verbesserungsraum da.
hatte schon angefangen, jetzt meinen Vlog zu schneiden. Meine Vlogging-Kamera ist jetzt einfach kaputt gegangen, Leute. Ich kriege die Speicherkarte nicht mehr rein. Deswegen vlogge ich gerade mit Jackies Kamera. Auf jeden Fall wollte ich jetzt ein bisschen Sport machen, weil ich das irgendwie ein bisschen vermisst die letzten Tage. Und wir haben jetzt hier halt echt eine sehr entspannte Zeit. So, das Programm ist halt voll vorbei. Und deswegen sind wir free, alles zu machen, was wir wollen. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, gehe ich vielleicht ein bisschen joggen, ein bisschen spazieren, mal schauen. Ich habe vor der Reise noch neue Sportsachen von Björn Borg bekommen. Dieses Set ist auch von denen. Ich liebe es sehr. Ich zeige euch das gleich mal. Und wir fahren jetzt nach Palma. Zu den Sportsachen wollte ich noch sagen, die Outfits sind alle aus der neuen Sommerkollektion von Björn Borg. Und ich habe sogar einen Code für euch, mit dem ihr was sparen könnt, falls ihr vorbeischauen wollt. Ich glaube 20% bekommt ihr damit. Ich bin richtig happy mit allen Sachen, also ich liebe die Outfits wirklich. Yes, also ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wir fahren jetzt wie gesagt nach Palma und schauen uns mal die Stadt an. Und ich habe mir jetzt sowas relativ Sommerliches angezogen, weil die Sonne endlich mal rausgekommen ist. Ich habe mir jetzt so einen Top einfach angezogen und eine weiche Hose. Yes. Ich hoffe, es bleibt warm. So, Friends, wir sind gerade am Packen. Heute ist Abreisetag. Ich glaube, wir sind alle ziemlich sad, weil es war so eine schöne Zeit mit den Mädels und mit dem Event. Mallorca, das Haus, es war alles so schön und nice und wir haben uns irgendwie alle richtig gut verstanden. Ich bin einfach sehr happy und dankbar, dass ich da dabei sein konnte auf so einer Brandreise, die sich anfühlt wie Urlaub. Also es war wirklich ganz, ganz schön. Ich werde die auch alle vermissen. Die wohnen alle nicht in Berlin, also außer Hanna, Emma und Berliner. Aber vielleicht machen wir sowas ja nochmal. Und jetzt müssen wir zum Flughafen. Aber ich beende den Vlog hier, weil Flughafen ist jetzt nicht so spannend. Genau. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und bis zum nächsten Video.